Moin YouTube, liebe Messerfreunde, herzlich willkommen zu einem besonderen monothematischen Knife Talk. Und zwar möchte ich euch heute mal meine Barlow Messer vorstellen, meine Barlow Taschenmesser. Da hat es in den letzten Wochen doch eine dramatische Vermehrung gegeben. Hatte ich lange Zeit lang nur ein einziges Barlow, sind es inzwischen fünf. Jetzt denkt ihr vielleicht, der Klaus kann nicht mehr richtig zählen. Da liegen doch sechs Messer auf dem Tisch. Ja, das stimmt. Aber eines der Messer, nämlich dieses hier, wurde mir freundlicherweise leihweise zur Verfügung gestellt vom Dirk vom Kanal My Knife Life. Dafür schon mal vorab herzlichen Dank, lieber Dirk. Ja, und wie eben schon gesagt, gab es eine ganze lange Zeit nur ein einziges Barlow bei mir in der Sammlung. Und das war dieses hier. Das ist ein ganz besonderes Stück aus Sheffield von der Firma Taylor's Eyewitness. Und was dieses Messer hier auszeichnet, ist die Tatsache, dass es von einem einzigen Mitarbeiter komplett gebaut worden ist. Also nicht wie sonst üblich, hauptsächlich auch in Solingen, dass mehrere Menschen an einem Messer arbeiten, die dann für die einzelnen Produktionsschritte zuständig sind, hat hier Taylor's einen einzigen Mitarbeiter damit beauftragt, dieses Messer zu bauen. Und das merkt man auch, wie ich finde. Denn ich bin immer noch der Meinung, dass das Verantwortungsbewusstsein größer ist, wenn wirklich ein Mitarbeiter für ein Messer verantwortlich ist und sich das Ganze nicht auf mehrere Personen aufteilt, wo dann vielleicht der eine hofft, dass der andere einen Fehler schon bemerkt und wieder ausmerzen kann. Hier muss eben der Mitarbeiter dafür gerade stehen für dieses Messer. Und ich weiß auch, dass es französische Messerschmieden gibt, wo dann auch im Zertifikat erwähnt wird, welcher Messermacher denn jetzt für ein spezielles Messer Verantwortung getragen hat. Zu diesem Barlow hier bin ich gekommen über das Buch von Stefan Schmalhaus, Gentleman Taschenmesser, das er fälschlicherweise als Sachbuch beschreibt, das in Wahrheit aber ein Einkaufsführer ist. Denn ihr müsst euch bewusst sein, dass ihr neben dem Kaufpreis für das Buch sicherlich auch noch den ein oder anderen Euro in ein neues Messer investieren müsst. Denn die letzten 60 Seiten dieses Buches haben es wirklich in sich. Ich hoffe, Stefan und sein Verlag verzeihen es mir, wenn ich jetzt hier nochmal das Buch vor die Kamera halte. Denn beim Durchblättern, als ich dann auf die Seite 130 und 31 gekommen bin, war ich doch sehr beeindruckt von diesem schönen Messermodell. Und ich muss sagen, vorher hat mich das Barlow-Design nicht so wirklich beeindruckt. Ich hatte da irgendwie keine Notwendigkeit gesehen, mir jetzt ein Barlow-Messer in die Sammlung zu legen. Aber dieses Messer hier ist so schön gefertigt und sieht so gut aus, dass ich natürlich auch sofort selber geguckt habe, wo bekomme ich denn jetzt dieses Messer hierher. Und es hat mich eine ganze Zeit gekostet, tatsächlich ein Modell hier in Deutschland aufzutun. Es wäre natürlich relativ einfach für mich gewesen, einfach bei Taylor's Eye auf der Internetseite zu schauen. Dort sind auch Händler angegeben. Dann hätte ich es mir aus Großbritannien schicken lassen können. Das wäre aber aufgrund des ungünstigen Pfund-Euro-Kurses doch recht teuer geworden. Dann käme auch nochmal der Versand dazu. Und von daher habe ich natürlich geschaut, ob ich das nicht irgendwo hier auch in Deutschland bekommen kann, und wurde dann bei einem deutschen Geschenke-Versandhandel fündig. Der hatte sich anscheinend einige Messer hier von Taylor's Eye besorgt und hat sie dann angeboten, unter anderem eben dieses schöne Stück hier mit den Ambuina Wurzelholzschalen. Bevor ich jetzt die einzelnen Messer und die Geschichte dahinter nochmal näher beleuchte, vielleicht noch mal ein, zwei Sätze
zu dem Balu-Messer an sich. Das Balu-Messer ist ja heutzutage ein sehr verbreitetes Modell und Muster, gerade in den USA. Erfunden worden ist es aber in England, in Sheffield, von einem Mr. Balu, der Ende des 17. Jahrhunderts dieses Muster hier zum ersten Mal gefertigt hat. Und es wurde dann in den kommenden Jahrzehnten millionenfach in die USA exportiert, wo es dann eben ja schon einen Kultstatus erlangt hat inzwischen. Wobei man dazu sagen muss, dass es sich dabei zunächst um ein sehr, sehr einfaches und billiges Messer gehandelt hat, das auch mit nicht besonders hochwertigen Materialien produziert worden ist. Und das ist auch der Grund, warum das Balu-Messer so aussieht, wie es aussieht. Denn ganz charakteristisch beim Balu ist diese langgezogene Backe auf beiden Seiten, die den Achsnied hier besonders schützt. Und aufgrund der recht billigen Materialien, die damals für den Messerbau eingesetzt worden sind, um die Preise möglichst gering zu halten, war das eben auch notwendig und gab dem Messer die nötige Stabilität. Ja, dieser langgezogene Bolster oder diese langgezogene Backe sind natürlich das Erkennungsmerkmal für das Balu-Modell oder das Balu-Muster. Ein weiteres Erkennungsmerkmal oder charakteristisches Merkmal ist der abgeflachte Griff. Ich hoffe, man kann das hier jetzt in der Spiegelung einigermaßen erkennen, dass der Griff hier flach verläuft und nicht gerundet ist. Und ja, das zeichnet eben so die traditionelle Art der Balu-Messer aus. Interessanterweise ist nur dieses Messer vom Dirk hier tatsächlich in dieser traditionellen Art und Weise gefertigt mit den abgeflachten Griffschalen hier. Die übrigen Messer auf dem Tisch haben diese Abflachung hier in der Form nicht, sondern haben ganz normal geformte Griffschalen oder auch leicht gerundete Griffschalen, wie hier das Taylor's Eye Balu. Nachdem ich also eine ganze Zeit lang nur dieses eine Balu hier in der Sammlung hatte, hat sich dann vor einigen Wochen die Möglichkeit ergeben, das Ganze aufzustocken. Denn der Christoph vom Kanal Schnorris 58 hat ein YouTube-Video hochgeladen, in dem er einen Teil seiner Sammlung verkaufen wollte. Unter anderem eben auch Sammlermesser der Marke Bulldog Brand. Ich habe jetzt hier auf der linken Seite 3 Stück davon liegen. Wenn ich mich recht erinnere, waren es insgesamt 6 Messer, die der Christoph angeboten hat. Er hat mir dann freundlicherweise 3 Stück mal zugeschickt, um mir davon eins auszusuchen. Das entsprechende Video findet ihr auch noch bei mir im Archiv. Bei diesen Messern handelt es sich um Sammlermesser, würde ich sagen, für die Marke Bulldog Brand, eine US-amerikanische Marke. Interessant ist aber die Tatsache, dass dieses Messer hier zwar für Bulldog Brand gefertigt worden ist, dass die Fertigung aber in Deutschland erfolgt ist. Hier auf der Klingenstempelung kann man das erkennen, Bulldog Brand Hammered Forged. Und darunter aber Solingen, Germany. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass die Firma Friedrich Olberts in Solingen, die auch die Markenrechte an den Schliepermessern hält, für die Produktion dieser Bulldog Brand Sammlermesser verantwortlich gewesen ist. Und was diese Messer außerdem auszeichnet, ist halt dieses wunderbare Design der Schalen. Dabei handelt es sich um Acrylschalen. Dieses hier von mir
auch gerne Sahnebonbon oder Karamell Balu genannte Modell hat eben so Acrylschalen, die mich doch sehr stark an Werthers Echte erinnern oder heutzutage Werthers Original genannt. Also so ein Sahne-Karamell-Bonbon-Design. Gefertigt 2007, wie man hier erkennen kann. Und auch noch was Besonderes ist hier diese Nagelrille, die die Möglichkeit bietet, ein Streichholz anzureißen. Im Gegensatz zu den europäischen Streichhölzern, die an einer bestimmten Reibefläche entzündet werden müssen, gibt es in den USA ja Streichhölzer, die an jeder rauen Oberfläche zu entzünden sind. Und da haben wir eben hier die Möglichkeit, durch diese geriffelte Oberfläche hier in der Rille ein Streichholz auch anzureißen. Auch schön, und da konnte ich auch nicht widerstehen, ist dieses von mir Gummibärchen-Balu getaufte Modell. Da sieht es so aus, als wären Gummibärchen in Stücke gerissen und dann in Acryl eingetaucht worden, um diese Griffschalen hier zu bauen. Auch sehr, sehr witzig gemacht. Das gleiche dann auch nochmal hier bei diesem Modell. Und hier habe ich dann eine Erfahrung gemacht. Das war das Messer, das ich, nachdem ich die Messer von dem Christoph bekommen habe und mir dann zwei ausgesucht hatte, auch gleich am nächsten Tag mit ins Büro genommen habe. Es hat hier diese spezielle Clip-Point-Form. Und ich habe mir dann am Vormittag irgendwann damit einen Apfel geschnitten. Ich muss gestehen, dass ich das Messer dann nicht sofort wieder abgewaschen habe, sondern erstmal so in etwa eine halbe Stunde bei mir auf dem Schreibtisch liegen gelassen habe. Und als ich dann drauf geguckt habe, habe ich mit Schrecken festgestellt, dass sich die Fruchtsäure des Apfels sehr stark schon in die spiegelpolierte Klinge eingefressen hat und schon begonnen hat, eine Patina zu bilden, und zwar eine sehr, sehr aggressive Patina. Ich habe dann das Messer ganz schnell gereinigt und habe mich abends hingesetzt, als ich wieder zu Hause war, und so gut es geht versucht, die Spuren wieder zu beseitigen. Man kann hier vielleicht noch den einen oder anderen Fleck erkennen. Da ist es mir dann nicht mehr gelungen, das Ganze rauszupolieren hier. Ja, da war ich wirklich ein bisschen geschockt. Es hätte mir zu denken geben sollen, dass ich hier nirgends auf der Klinge das Wort rostfrei gefunden habe. Und der Christoph bestätigte mir dann auch noch, dass er ganz vergessen hatte zu sagen in seinem Video, dass die Messer eine C70 Klinge haben, also einen Kohlenstoffstahl. Grundsätzlich habe ich mit Kohlenstoffstählen kein Problem, und bei einfachen Arbeitsmessern, die ich ja auch besitze, von so einem Löwenmesser oder ein Messer von Otter, da macht mir das auch nicht so viel aus, wenn sich da eine Patina bildet. Aber gerade bei diesen sehr schicken Messern mit einer spiegelpolierten Klinge, da tut es mir dann doch ein bisschen weh, da jetzt so eine Patina zuzulassen. Und gerade dann, wenn die Säure sich dann auch noch sehr aggressiv in diese spiegelpolierte Oberfläche reinfrisst, ja, da muss ich mal ein bisschen über meinen Schatten springen, und ich habe mir gedacht, eines der drei Messer werde ich dann auch normal nutzen, werde aber trotzdem darauf achten, dass sich die Patina hier relativ gleichmäßig bildet, und ich werde sie hier auch nicht forcieren. Was mir gerade speziell bei diesem Messer noch aufgefallen ist, ist hier ein kleiner Punkt auf der Schneide. Ein Bereich, wo sie sich leicht umgelegt hat. Guck mal, ob ich das hier eingefangen kriege. Jetzt kann man es vielleicht erkennen hier an der unterschiedlichen Färbung. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Wenn ich also hier mit
dem Messer über meinen Daumennagel gehe, dann spüre ich ganz genau an der Stelle, dass da so eine kleine Delle drin ist. Und das kommt, weil das Messer im geschlossenen Zustand leider auf die Feder schlägt hier. Da gibt es im Inneren hier auch genau in der Mitte diese kleine Erhebung. Ich hoffe, ihr erkennt das hier. Und genau da setzt die Schneide auf. Ich habe das dann, als ich es zuerst gesehen habe, habe ich einfach gedacht, okay, das ist jetzt hier ein Fehler. Da hat sich aus irgendwelchen Gründen die Schneide mal umgelegt und habe es dann wieder übers Leder gezogen und auch rausbekommen. Und kaum hatte ich das Messer geschlossen, ganz normal hier halt zuklappen lassen, da hatte ich diesen Fehler schon wieder drin. Von daher schließe ich die Klinge jetzt immer besonders sorgfältig. Und man erkennt auch, dass sie auch sehr, sehr niedrig im Heft liegt. Der Nagelhau hier lässt sich kaum richtig greifen. Das ist bei den anderen beiden Messern nicht der Fall. Die verfügen beide über eine Spearpoint-Klinge, also eine mittelspitze Klinge. Und da gibt es kein Problem. Da scheint der Klingenstopp hier auszureichen, damit die Schneide nicht aufschlägt auf die Rückenfeder hier. Der Christoph war dann so freundlich, weil er eben vergessen hatte, darauf hinzuweisen, dass sich das um einen Kohlenstoffstahl handelt, mir noch ein weiteres Messer zu schenken. Das heißt, dieses hier hat er mir nachträglich noch zugeschickt. Dafür auch nochmal meinen ganz besonderen Dank. Und daher habe ich jetzt nicht nur zwei dieser schönen Messer, sondern drei Messer bei mir in der Sammlung. Ja, und kurze Zeit später kam dann das vierte Messer dazu und das war dieses schöne Stück hier, ein Messer aus der Custom Design Kollektion der Firma Böker. In jedem Katalog finden sich ja so ein bis zwei Messer aus dieser Reihe und dieses Messer wurde speziell für den Kartoffelladen in Tübingen gebaut. Klingt im ersten Moment lustig, ist aber so. Die Firma Böker ehrt damit kleinere Betriebe und dieses Messer hier ist stark limitiert auf insgesamt 100 Stück und verfügt neben den charakteristischen Backen hier über eine Beschalung aus Kastanienholz. Das passt, wie ich finde, natürlich ganz besonders zu der Marke Böker mit der Kastanie hier im Markenlogo. Und auch bei diesem Messer haben wir einen nicht rostfreien Stahl, einen Kohlenstoffstahl, nämlich den C75. Hier allerdings nicht so stark spiegelpoliert wie bei den Sammlermessern von Olbertz. Von daher wird es mir hier auch etwas leichter fallen, die Klinge im Alltag zu nutzen und eine natürliche Patina zuzulassen. Die Verarbeitung ist hier ausgesprochen anständig, wenn man bedenkt, dass dieses Messer hier unter 60 Euro kostet und das eben für ein in Solingen handgemachtes Messer mit der starken Limitierung. Da war ich doch schon positiv überrascht und ich muss auch sagen, dass mir dieses Messer hier grundsätzlich sehr, sehr gut gefällt und gerade für mich eben auch sehr schöne EDC-Eigenschaften mit sich bringt. Und ich habe es jetzt schon mehrfach auch mit ins Büro genommen, um dann eben damit Obst zu schneiden oder so kleinere alltägliche Schneidaufgaben auszuführen. Und das klappte ganz hervorragend. Während ich ja vorhin sagte, ich lasse hier eine natürliche Patina zu, muss ich aber trotzdem gestehen, dass ich nach dem Schneiden eines Apfels oder eines anderen Obststücks doch ganz schnell zum Wasserhahn laufe und die Fruchtsäure wieder abspüle. Und das ist auch der Grund, warum sich hier im Moment noch keine richtige Patina zeigt.
Und als ich das Bökermesser bekam, habe ich ja dem Dirk in meinem Video, in meinem Auspackvideo hier zu dem Messer gleich einen Hinweis gegeben. Dirk hatte sich nämlich freundlicherweise schon vorab bei mir gemeldet und hat gesagt, du, ich kann dir gerne auch mal mein Barlow-Messer zur Verfügung stellen, wenn du hier einen Vergleich machen möchtest. Das habe ich natürlich sehr, sehr gerne angenommen. Und ein paar Tage später erhielt ich dann ein viel zu großes Paket, wo dann auch dieses Messer hier drin war, allerdings auch noch ein halbes Dutzend anderer Messer. Da komme ich dann in einem weiteren Video nochmal drauf zu sprechen. Aber dieses Messer hier von AJ Russell ist auch ein beeindruckendes Stück. Es verfügt über gelb gefärbte Knochenschalen hier und dann auch wieder die typischen langgestreckten Backen und wie vorhin schon gesagt, auch als einziges der Messer hier auf dem Tisch mit den charakteristischen flachen Schalen hier. Aber es hat eben einen großen Unterschied, während alle anderen Messer, die ich euch vorgestellt habe, hier nur über eine Klinge verfügen, hat das Barlow vom Dirk zwei Klingen. Zum einen die Hauptklinge hier, auch wieder eine Clip-Point-Klinge mit Halbstopp. Auch sehr gut ausgeführt hier. Man kann den Übergang hier nur noch erspüren. Aber ansonsten ist die Rückenfeder fast flach. Der Stahl, der hier verwendet wurde, ist der 1095er Stahl, also auch ein Kohlenstoffstahl, den zum Beispiel auch Great Eastern Cutlery für seine TD Ute und Northfield Unexcelled Messer benutzt. Ja, und neben der Hauptklinge haben wir dann hier noch eine kleine Federklinge, ebenfalls mit Halbstopp, ebenfalls sehr gut gearbeitet hier in jeder Position. Ist die Feder flach gehalten. Und das bietet eben die Möglichkeit, dass man für bestimmte sehr filigrane Schneidaufgaben eben auch diese kleine Klinge hier einsetzen kann. Oder man kann sich diese kleine Klinge hier als Reserveklinge extrem scharf ausschleifen. Und wenn man dann wirklich eine rasiermesserscharfe Klinge braucht, hat man sie eben auch immer dabei. Und insgesamt trägt diese zweite Lage hier auch nicht besonders stark auf, macht dieses Messer also nicht wesentlich schwerer. Der Abschluss der Rückenfedern ist ebenfalls sehr gut gearbeitet, sehr schön waagerecht. Auch die Klingenzentrierung ist in Ordnung. Da schleift nichts an den Messingplatinen. Also alles in allem ein sehr schön gefertigtes Messer. Und es ist auch, glaube ich, eine Besonderheit, denn AJ Russell hat sich inzwischen wohl dazu entschieden, den größten Teil seiner Messer in China fertigen zu lassen. Und da stellt dann so ein Messer aus deutscher Produktion sicherlich noch eine Besonderheit dar. Ja, das soll es gewesen sein von meiner kleinen Vorstellung der Barlow-Messer. Bei allen, die jetzt immer noch dabei sind, bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe natürlich, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es bei mir heißt: Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss!